Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuseher im Livestream, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer wöchentlichen Pressekonferenz in der Plenumswoche. Auch heute in bewährter Manier wird zu Ihnen sprechen unser parlamentarischer Geschäftsführer Andreas Winhardt und unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender und energiepolitischer Sprecher Gerd Mannes. Sie werden beide Ihre Themenbereiche Ihnen vorstellen. Die parlamentarische Arbeit diese Woche, die ja im Dreierplenum heute diese Woche passiert, stellt Herr Winhardt vor und die speziellen Themen dann Herr Mannes. Ich würde jetzt Herrn Andreas Winhardt bitten, anzufangen und bitte jetzt vorzufahren. Ja, von meiner Seite auch ein wunderschönen guten Morgen an diesem äußerst heißen Dienstag. Ja, wir erwarten ja Rekordtemperaturen, es ist richtig Hitze jetzt schon in München und hitzig wird sicherlich heute auch im Plenum. Wir haben ja heute den ersten Tag einer Trilogie an Plenartagen und beginnen auch gleich mit einer Aktuellen Stunde, die dieses Mal die AfD aussuchen durfte. Und wir haben uns das Thema gewählt: Inflation, Sanktion, Rezession, unser aller Wohlstand ist gefährdet. Und ich denke, es wird eine sehr heiße Debatte im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist ein Thema, das der Bevölkerung, der Wirtschaft und allen in unserem Land unter den Fingernägeln brennt. Die Inflation merkt, glaube ich, jeder am Geldbeutel, dass das Einkaufen teurer wird, dass die Mieten steigen, dass das Geld gerade jetzt am Ende des Monats deutlich knapper ist, als es in der Vergangenheit war. Das Ganze verbunden mit den Sanktionen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob die ansatzweise nur gewirkt haben oder eher unsere eigene Wirtschaft und Bevölkerung bestrafen. Und wir haben zum Schluss das Thema Rezession, wo es dann hinführt, wenn eben ein Gasnotstand herrscht, wenn ein Blackout droht. Und es sind ja keine Verschwörungstheorien mehr. Vor ein paar Monaten hätte man da von Verschwörungstheorien gesprochen. Nein, mittlerweile selbst der Ministerpräsident spricht davon. Und da lässt sich wieder eines feststellen: Wer hat als erstes davor gewarnt? Wer hat vor einem Kurswechsel gewarnt? Wer hat gesagt, dass die Kernkraftwerke länger laufen müssen? Wer hat beispielsweise auch gesagt, dass der Euro eine Fehlkonstruktion ist und wir uns hier hüten sollten, entsprechend Anleihen, Aufkäufe zu machen? All das hat die AfD gesagt und gewarnt vor Jahren, vor Monaten. Und jetzt kommen die anderen auch auf den Trichter, wo es zu spät ist. Deswegen haben wir uns für dieses Thema entschieden, um diese Sache nochmal in aller Deutlichkeit auszusprechen. Dann haben wir morgen zwei Gesetzesentwürfe, die wir in die erste Lesung ins Plenum tragen. Das eine ist ein Gesetzentwurf zur Änderung des Pflegenden Vereinigungsgesetzes. Das geht um die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, die, wie Sie wissen, wir ja durchaus sehr kritisch betrachten, weil es nur ein sehr kleines Spektrum derjenigen im Gesundheitswesen Beschäftigten abbildet. Wir würden das gerne erweitern und wir würden auch gerne sehen, dass der Vorstand entsprechend breit aufgestellt ist. Wenn es schon nicht zu einer Kammer kommt, dann sollte man wenigstens hier entsprechend in die Breite arbeiten. Wir sehen auch die Mitgliederentwicklung äußerst kritisch dieser Vereinigung der Pflegenden und von dem her bedarf es mindestens einer Reform. Ein weiter so darf es hier nicht geben. Ein weiterer Gesetzentwurf ist das Sparkassengesetz. Sie können sich vielleicht an die Diskussion zu unserem Gesetzentwurf zur Entlohnung von Krankenhausvorständen erinnern. Dort haben wir gesagt, ein Krankenhausvorstand darf nicht mehr verdienen oder soll nicht mehr verdienen als die Gehaltsstufe, also das 1,5-fache der Gehaltsstufe B11. Und das genau das Gleiche haben wir jetzt für die Sparkassenvorstände vorgesehen. Ich denke, das ist ein sehr guter Entwurf, um hier einfach Exzesse zu unterbinden. Und wir haben ja auch gesehen,
zu welchen kleinen Fürsten so der ein oder andere Sparkassenvorstand aufgestiegen ist, wenn man jetzt beispielsweise zum Dr. Kreidel bzw. Herrn Kreidel nach Miesbach blickt. Dann beraten wir ja verschiedenste andere Anträge von anderen Fraktionen. Wir haben aber dann noch auch entsprechende Änderungsanträge dazu gestellt. Eine spannende Diskussion, die uns betrifft, natürlich ist die Änderung der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtages. Dort sollen ja gerade wir von der AfD in unseren Rederechten massiv beschnitten werden zugunsten der SPD. Ich bin gespannt auf die Diskussion, die morgen Mittag dann quasi high noon um 12 über die Bühne geht. Dann haben wir einen Antrag vorgelegt zur Einsetzung einer Enquete-Kommission im Bayerischen Landtag, und zwar Erkenntnisse aus 2 Jahren Corona-Krise aufarbeiten, Erfahrungen für zukünftige Entscheidungen nutzbar machen. Da geht es vor allem um die rechtlichen Aspekte. Sie wissen, dass verschiedene Gerichte die Corona-Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung für rechtswidrig erklärt haben, und das sollte unserer Meinung nach in einer Enquete-Kommission aufgearbeitet werden. Dann haben wir das Thema Rundfunkbeiträge, dass die Rundfunkbeiträge aufgrund der steigenden Inflation ausgesetzt werden. Das findet sich auf der Drucksache 22.500. Ein Antrag, der sicherlich jetzt gerade hochaktuell ist, weil er eben den kleineren und mittleren Einkommen hilft, hier nochmal ein paar Euro pro Monat rauszuholen. Ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Dann haben wir als nächstes noch eine Diskussion zur Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes, das ja von den Grünen stammt. Hier sind wir ein bisschen schneller gewesen als viele andere und haben eine dritte Lesung beantragt gehabt und erwarten uns hier eigentlich nochmal eine sehr hitzige Diskussion quasi zum Abschluss dieses ersten Parlamentshalbjahres. Und dann geht es noch in die Dringlichkeitsanträge tatsächlich. Und auch dort werden wir ein gutes Thema vorschlagen. Ich möchte es noch nicht ganz verraten, aber der Unmut im Land ist sehr groß in vielen Branchen, und wir haben uns jetzt mal eine Branche rausgesucht, in der wir unsere Unterstützung, unsere Solidarität voll zukommen lassen wollen. Ja, das ist die Kernparlamentswoche. Es gibt fleißige Abgeordnete, die machen noch ein bisschen mehr, beispielsweise im Untersuchungsausschuss Maske. Lieber Gerd Mannes, du wolltest uns ein bisschen was berichten. Bitte schön. Ja, ganz kurz. Wir haben uns gedacht, wir erzählen noch was zum Thema Untersuchungsausschuss Maske. Warum? Weil im Anschluss an das Dreitagesplenum tatsächlich noch 4 weitere Tage angesetzt wurden, um den Untersuchungsausschuss Maske zu bearbeiten. Wir kommen in der Anhörung der Zeugen gut voran. Es gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte. Es werden ja zu unterschiedlichen Themenkomplexen werden dann die einzelnen Zeugen geladen und dann entsprechend auch befragt. Also wir haben hier durchaus wir kommen gut voran, und was natürlich jetzt im zweiten Fall dann viel spannender sein wird, wird natürlich dann die Anhörung der Verantwortlichen der Staatsregierung sein, insbesondere natürlich von dem Herrn Söder, aber auch von der Frau Hummel und eben diejenigen, die, ich sag mal, das Ganze zu verantworten haben, weil klar ist, dass wir doch aus unserer Sicht, soweit wir jetzt die Zeugen angehört haben, schon feststellen können, dass insbesondere ganz am Anfang, als diese Corona-Maßnahmen oder als beschlossen wurde, der bayerische Staat steigt da ein in die Beschaffung, dass da ein unglaublich großes Chaos geherrscht hat, insbesondere im Februar und März 2020. Es gab am Anfang keine Strukturen. Und das werfen wir natürlich der Staatsregierung vor, dass sie da gerade in der Anfangszeit so unglaublich unprofessionell gehandelt haben. Das nächste ist, es gab jetzt wieder ein spannendes Gerichtsurteil, und zwar bezüglich den Herren Nüßlein und Sauter, die ja
freigesprochen wurden. Also Sie können jetzt das Geld offensichtlich definitiv behalten. Und man muss wirklich sagen, es ist sehr enttäuschend, dass das Urteil so gefällt werden wurde, oder ja, das Gericht hat mehr oder minder zu verstehen gegeben, dass es aufgrund der Rechtslage so geurteilt werden musste. Wir sind natürlich enttäuscht. Wir sind nicht der Meinung, dass es moralisch in irgendeiner Art und Weise vertretbar ist, dass es Politiker gibt, die dann Gesetze erlassen, an denen sie später verdienen. Sowas muss unbedingt in Zukunft ausgeschlossen werden. Das kann nicht sein. Es ist moralisch verwerflich und es ist auch absolut untragbar. Deswegen haben wir auch aufgrund dieses Urteils uns dazu entschlossen, von der Fraktion oder die Beteiligten eben, die jetzt im Untersuchungsausschuss sitzen, das ist meine Wenigkeit und der Herr Schiffers, zusammen mit unseren Referenten, dass wir nochmal den Herrn Nüßlein und den Herrn Sauter vorladen. Die haben ja die Aussage verweigert und wir wollen eben, dass die jetzt aufgrund dieses Gerichtsurteils nochmal vorgeladen werden und Rede und Antwort stehen. Festzuhalten ist, dass beide gesprächsbereit gegenüber der Presse in der Vergangenheit waren. Kürzlich erst der Herr Nüßlein mit einem ausführlichen Interview in der Augsburger Allgemeinen. Und persönlich bin ich auch der Meinung, wenn jemand, ein Politiker, auf gut Deutsch gesagt, das Maul aufreißt in der Presse, dann kann er auch vor dem Untersuchungsausschuss was sagen. Für uns wichtig, dieser ganze CSU-Amigo-Filz, der muss lückenlos aufgeklärt werden. Und es geht eben nur, wenn die entsprechenden Leute, die eben diese Verfehlungen moralischer Art hier ganz eindeutig gemacht haben, wenn die auch vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Deswegen, wie gesagt, wir haben nochmal den Antrag gestellt, die müssen nochmal kommen. Es wird dann in Kürze, vermutlich am Freitag oder Dienstag nächster Woche, im Untersuchungsausschuss nochmal besprochen werden. Und dann werden wir sehen, ob ja, das Gremium uns folgt oder nicht. Aber wir bestehen darauf, dass die Leute nochmal geladen werden müssen. Auch interessant, am Freitag kommt ein gewisser Herr Penkala. Der Penkala ist in persönlicher Verbindung mit dem Herrn Aiwanger. Es wird interessant sein, es ist ein Freund des Herrn Minister Aiwangers, inwieweit er sich äußern wird. Ja, der Herr Penkala hat irgendwas mit Felgen zu tun, warum jetzt ausgerechnet hier in der Beschaffung von Schutzkleidung beauftragt werden sollte oder auch nicht beauftragt wurde. Das sind sicherlich spannende Fragen, die werden wir dem Herrn Keller stellen. Und wir freuen uns natürlich, dass insbesondere in Zukunft dann auch die Minister geladen werden. Das wird vermutlich erst nach der Sommerpause der Fall sein, um eben aufzuklären, wie sind die Verstrickungen der einzelnen Minister in Zusammenhang mit diesen ganzen Deals, Maskendeals. Warum wurde da so gehandelt, wie gehandelt wurde? Und ja, es wurde offensichtlich nicht zum Wohle des Freistaats Bayern, des Steuerzahlers gehandelt, sondern es sind da sehr komische Konstellationen zustande gekommen, die eher, ja, ich sag mal, den Verkäufer von Masken da in den Vordergrund oder bevorteilt haben. So, das wäre es jetzt soweit aus unserer Sicht. Wir werden dann entsprechend vielleicht auch, sobald diese Termine herum sind, nochmal eine Pressekonferenz machen, wenn es was Interessantes dazu berichten gibt. Soweit jetzt von meiner Seite. Also wir werden nicht locker lassen. Wir wollen den ganzen CSU-Filz trockenlegen. Wir wollen Aufklärung und wir bleiben dran. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie ich sehe, gibt es keine Fragen. Dann bedanke ich mich bei allen Zusehern, auch im Livestream. Ich lade auch alle ein, die Plenumswoche, diese Dreierwoche auf YouTube zu verfolgen und weiterhin natürlich in der Sommerpause unsere Arbeit der Fraktion auf YouTube
mitzuverfolgen. Bedanke mich nochmals, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit und wünsche uns eine spannende Woche. Alles Gute. Tschüss.